auch anderswo, gar nicht weit von Köln, eine Menge Tore fallen und eine Menge Erfolge gefeiert werden. Eine Liga tiefer, nämlich bei der Fortuna in Düsseldorf, da herrscht positiver Ausnahmezustand. Rekordvorrunde in der zweiten Liga jetzt schon. Und der Aufstieg ist ein ganz, ganz ernsthaftes Thema. Deswegen jetzt mal ein paar Bilder zur Einstimmung auf Fortuna Düsseldorf, dem wir uns jetzt ein bisschen ausführlicher widmen wollen. Rani Safiovanovic steht bei Viviana Steinhaus, fleht sie an, pfeift bitte ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ganz Düsseldorf wird in Gedanken der Viviana einen Riesenstrauß Rosen schicken, wenn sie jetzt hier endlich abpfeift. Es machen sich alle feierbereit hier. Und immer noch steht Jovanovic bei Viviana Steinhaus und sagt ihr, pfeift doch bitte ab, pfeift bitte ab, dann geht hier die Party los. Aber das ist nicht der Fall. Stattdessen die Bremer jetzt nochmal im Angriff. Jens Lange liegt dazwischen, schlägt den Ball raus. Viviana Steinhaus nimmt die Pfeife in die Hand und da ist der Aufstieg! Und was jetzt hier abgeht, das ist unfassbar. Was für Bilder, was für Bilder. Die Fans, die stürmen auf den Rasen und das ist unglaublich. Die Fortuna-Spieler haben noch versucht, irgendwie sich zu retten in die Katakomben, aber es gelingt nicht. Und es werden Bengalos gezündet hier auch auf den Rängen, auf dem Rasen. Alles scheißegal. Menschen liegen sich hier in den Armen und heulen hier richtig. Und die Fortuna, die ist in der zweiten Liga angekommen. Und jetzt ist hier natürlich die Freude groß. Die Menschen, die liegen hier auf dem Rasen und können es kaum fassen. Unglaubliche Menschentrauben, die sich hier gebildet haben. Das war ja klar, dass hier der Platz gestürmt werden würde. Aber so schnell füllt er sich. Der wird hier gleich ganz, ganz schnell voll sein. Ich muss sagen, auch ich habe ein bisschen die Tränen in den Augen. 10 Jahre lang haben wir darauf gewartet. 10 Jahre lang haben wir darauf gewartet, dass die Fortuna in die zweite Liga kommt.